Für mich gibt es zwei Arten von Plugins. Die einen versprechen dir sofort, den Sound in deinem Mix zu verbessern. Na, wie oft sind wir darauf schon reingefallen, oder? Ich spreche vor allem von Plugins, die den Klang, die Dynamik, die Räumlichkeit oder sogar alles zusammen in deinem Mix beeinflussen. Und dann gibt es Plugins, die versprechen dir nichts dergleichen. Stattdessen sind sie unauffällige, aber hilfreiche Werkzeuge, die dir beim Abmischen einfach nur helfen, das Gehörte besser einzuschätzen. Sie sind zwar nicht so sexy wie die erste Kategorie, aber unterm Strich um ein Vielfaches hilfreicher, denn sie geben dir einfach die Möglichkeit, den Mix bestmöglich zu hören und damit auch den bestmöglichen Sound abzuliefern. Mehr dazu jetzt! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog, und ich freue mich, dir gleich ein Plugin bzw. eine Plugin-Kategorie vorzustellen, die eigentlich keiner so richtig auf dem Schirm hat, weil sie im Marketing selten so sexy rüberkommt, wie zum Beispiel diese brandneuen, diese KI mischt quasi von selber und ist die Lösung all deiner Probleme-Plugins, wie sie momentan überall aus dem Boden zu schießen scheinen. Nein, vielmehr verlagern diese Plugins, von denen ich rede, den Fokus wieder mehr auf uns als Mischer, was mir persönlich das gute Gefühl gibt, selbst die Zügel meines Mixes wieder in der Hand zu halten. Die Rede ist von Plugins, die einfach nur sicherstellen sollen, dass du bestmöglich hörst, um dann auch selber die richtigen Mixentscheidungen treffen zu können. Und weil viele Freunde und Familienmitglieder hier im Recording-Blog hauptsächlich über Kopfhörer abmischen, gehen wir in diesem Video einfach mal das größte Problem von Kopfhörern an, nämlich fehlendes Crossfeed. Kurz erklärt, wenn wir Musik über zwei Lautsprecher abhören, dann kommt der Sound der linken Box nicht nur zum linken Ohr, sondern natürlich etwas verzögert und auch nicht ganz so direkt zum rechten Ohr und umgekehrt. Dieses Übersprechen von zwei Boxen ist aber bei Kopfhörern prinzipbedingt nicht vorgesehen, denn das linke Ohr bekommt ja nur das linke Signal und das rechte Ohr bekommt nur das rechte Signal. Also kein Crossfeed, kein Übersprechen möglich. Dieses Übersprechen der Lautsprecher ermöglicht uns beim Hören aber eine bessere Ortung der Signale im Stereofeld, bessere Einschätzung der Lautstärkeverhältnisse und der räumlichen Wahrnehmung und für mich persönlich auch eine gefühlt präzisere, weil besser ortbare Wiedergabe im Bassbereich. Warum das so ist, das kann ich dir nicht wirklich sagen, aber dass es funktioniert, das hören wir uns gleich am besten mal direkt zusammen am Beispiel an. Für ein Simulieren dieses Übersprechens benutze ich ein Plugin, nämlich den Can Opener von Goodhertz. Es gibt aber jede Menge andere Plugins auch, mit denen das geht, zum Beispiel den Redline Monitor von 112 dB. Und selbst mit Waves NX geht das, zumindest wenn man diesen ganzen Studio- und Räumlichkeitsschnickschnack ausschaltet und nur das Crossfeed aktiviert. Wenn du das auch mal bei dir selbst zu Hause ausprobieren möchtest, dann findest du unter dem Video jede Menge Links zu Testversionen, um das dann auch mal bei dir auf Herz und Nieren zu prüfen. Und weil es mir in diesem Video nicht um eine ausführliche Bedienungsanleitung oder eine einzelne Plugin-Empfehlung geht, sondern vielmehr darum, dir mal zu zeigen, wie der Crossfeed das Hören mit Kopfhörern zum Besseren verändert, hören wir uns jetzt gleich einfach mal zusammen ein Beispiel mit und ohne Crossfeed an. Dazu solltest du natürlich jetzt kurz auf Pause drücken und deinen Kopfhörer aufsetzen. Ich mach das auch. Wichtig ist übrigens, dass das Crossfeed-Plugin das letzte Plugin auf deinem Masterbus noch hinter dem finalen Limiter ist und du solltest nicht vergessen, es vor dem Export deines Songs zu deaktivieren. Glücklich sind hier natürlich Nutzer von DAWs mit einem Control Room oder wie hier bei Studio One mit einem Post-Limiter-Bereich, in dem man Plugins reinladen kann, die dann beim Export ignoriert werden. Das aber nur am Rande. Also bist du jetzt bereit? Ich spiele dir jetzt mal einen Song vor und schalte nach ein paar Takten den Can-Opener abwechselnd ein und aus. Achte mal speziell auf die Bassdrum und auf den Bass, wie diese insgesamt mehr in die Mitte rücken und fokussierter wirken und darauf, wie sich die hart links und rechts gepannten Gitarren von deinen Ohren weg und der Mix sich insgesamt von deinem Kopf mehr so nach vorne verlagert. Es ergibt sich dadurch ein insgesamt deutlich, jetzt habe ich schon mehrfach insgesamt gesagt, ein deutlich natürlicheres Hörerlebnis, aber wir hören jetzt einfach mal selbst, also viel Spaß. Yeah.
Für mich und mein Abmischen über Kopfhörer ist das Crossfield-Plugin mittlerweile ein unverzichtbares Hilfsmittel, weil es mir einfach hilft, meine Mixentscheidungen viel selbstbewusster zu treffen und weil ich damit noch mehr das Gefühl habe, über echte Boxen abzumischen, so wie diese hier im Studio. Und falls du gerade nach auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer sein solltest und wissen möchtest, welchen ich hier gerade benutze und vor allem, wie ich ihn gefunden habe, dann verpass nicht dieses Video, in dem ich dir die gesamte Geschichte erzähle, damit deine Suche bestenfalls demnächst kürzer ausfallen wird. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou.